Hallo und willkommen zu meinem Vortrag zu Hallo, ich bin Redis. Kurz ein Wort zu mir. Ich bin Marc Palluch und arbeite bei Pivotal. Das ist die Firma, die hinter Spring steht, hinter Pivotal Cloud Foundry. Und dort arbeite ich dann im Spring Data Team, bin selbst Dev Lead für den Lettuce Redis Treiber. Deswegen auch die Nähe dann zu dem Thema Redis. Und heute möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Redis erzählen. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit melden. Kurze Fragen können wir, glaube ich, sofort beantworten. Und wenn es was Längeres ist, dann machen wir das eben dann im Anschluss. So, was ist Redis? Redis ist eigentlich eine Abkürzung für Remote Dictionary Server. Und Redis ist ein Stück Software, was in Sizilien entstanden ist, in Italien, vom Autor Salvatore Sanfilippo, oder sein Twitter-Handle ist auch Antires. Und Salvatore hat Redis damals ins Leben gerufen, eigentlich weil er selber etwas benötigt hatte. Einen Dienst, einen Server, der ihm sowas wie Key-Value-Funktionalität bereitstellt, und zwar nicht in Memory auf seiner lokalen Maschine, sondern irgendwo im Netzwerk. Und deswegen ist er hergegangen, hat dann angefangen, am Redis-Projekt zu entwickeln, hat es ins Leben gerufen und macht das bis heute immer noch. Und Redis ist und war schon immer Open Source gewesen. Es gibt zunehmend Unternehmen, die Redis-Services anbieten, sowas wie Redis Labs oder Redis to Go. Aber Redis selbst, der Data Store dieser Service, ist Open Source und auch die Treiberentwicklung ist Open Source. Das heißt, sämtliche Treiber, die irgendwo verfügbar sind, sind Open Source Ware und werden von der Community aktiv gepflegt, werden von der Community weiterentwickelt. Redis Treiber gibt es für, ich glaube, fast alle Programmiersprachen. Auf der Webseite redis.io gibt es eine Übersicht der verfügbaren Treiber. Und wenn man sich dann das mal anschaut, das sind mindestens 39, 40 Programmiersprachen gelistet, manche von denen ich selbst noch nie mal was gehört habe. Wobei es gerade für die populäreren Programmiersprachen, sowas wie C, Ruby, Python, Java, durchaus mehrere Treiberprojekte gibt. Redis ist ein Server, der primär in Memory auch arbeitet. Das heißt, es ist ein Remote Service, der irgendwo auf einem Server betrieben wird. Aber sämtliche Operationen, die Redis durchführt, werden in Memory gehandhabt. Es gibt eine Persistenz mit Append-Only-Files und Snapshotting, aber primär zielt Redis auf In-Memory-Operationen ab. Das heißt, ich starte meinen Service und idealerweise, wenn ich ihn dann ohne Persistenz betreibe, habe ich dann nach einem Neustart einen initialen Urzustand. Und gerade diese In-Memory-Operationen sind das, was Redis sehr, sehr schnell macht. Alle Operationen, die Redis irgendwo anbietet, sind dokumentiert und auch mit einer Kostennotation versehen, also in Groß-O-Notation, sodass man dann als Entwickler weiß, okay, worauf lasse ich mich denn hier ein? Wovon ist denn meine Operation eben bedingt? Und so im üblichen Gebrauch, wenn man einfache Schlüssel- und Wertpaare setzt, abruft, kann man durchaus 100.000 bis 1 Million Operationen pro Sekunde erreichen. Redis selbst arbeitet single-threaded und das ist ein gutes Beispiel für eine saubere Implementierung, die mit den Ressourcen effizient umgeht und das meiste eben da herausholt. So, wie bekomme ich denn Redis? Nun, zu Redis, da werden wir noch auf ein paar andere Eigenheiten dann stoßen. Redis wird nicht als Binary vertrieben, sondern wenn es ein Redis-Release gibt, dann wird im GitHub-Repository ein Tag gesetzt und der wird dann als ZIP-File zum Download angeboten. Und das ist eigentlich auch die häufigste Art und Weise, wie man dann Redis bekommt. Man downloadet sich die ZIP-File, den Tag, entpackt es, baut es auf seiner Maschine selbst und man kriegt es zum Laufen. So, jetzt gibt es natürlich Package Maintainer für verschiedenste Linux, Unix Varianten, die dann Redis als Paket anbieten, zum Beispiel mit apt-get oder mit dem YUM-Installer. Für Mac gibt es die Homebrew-Variante. Die macht im Hintergrund eigentlich auch nichts anderes, als Redis als ZIP-File runterzuladen, es zu entpacken und es zu bauen. Mit wget kriege ich es.
Ich kann es aber auch innerhalb von einem Docker-Container starten. Da gibt es ein relativ schlankes Alpine-Image, was rund 20 Megabyte hat. Also es ist nichts Wildes. So, wenn ich denn jetzt dann Redis dann habe und es dann starten möchte, das ist relativ einfach. Das schauen wir uns jetzt gerade mal dann an. So, ich jetzt mal gucken, dass es auch groß ist. Redis selbst ist eigentlich ein recht schlankes Binary. Und mit Redis Server, der Server, kriege ich einfach einen Server gestartet. Viel mehr wie das brauche ich eigentlich nicht zu machen. Es gibt natürlich eine Config-File, wo sich diverse Settings, sowas wie Authentifizierung, wie Listenadresse darüber steuern lassen. Aber letztlich habe ich hier meinen Redis-Server, den habe ich mit einem Kommando gestartet. Jetzt brauche ich noch eine zweite Konsole, um dann die das Redis-Kommandozeilen-Utility zu starten. Das ist Redis CLI. Und standardmäßig, mal ein bisschen was größer. Standardmäßig horcht Redis auf der Adresse auf dem TCP-Port 6379. Und von dort aus kann ich dann halt eben starten. Es gibt unterschiedlichste Kommandos und die werden wir uns heute dann auch im Laufe des Abends dann nochmal anschauen. Zum Beispiel das Info-Command, was einiges an Informationen über den Server selbst liefert, unter anderem welche Version. Hier sieht man relativ schön, dass Redis keine Version hat, weil das ist nämlich der Source-Build. Ich habe ein nützliches Kommando wie set key und dann value und dann ist ein Wert gesetzt. Mit Keys Stern kann ich mir die Keys enumerieren lassen oder mit get key dann den Wert rausgeben lassen. Also alle die Operationen, die Redis so anbietet, kann ich auch über dieses CLI nutzen und entsprechend dort darin dann auch ausführen. So, wie betreibe ich denn jetzt Redis? Redis kann man in vielen verschiedenen Konfigurationen, Availability-Konfigurationen und gemanagt und ungemanagt Konfigurationen starten. Und das Einfachste, was ich jetzt gerade eben gemacht habe mit dem Aufruf von Redis Server, ist, den Redis Server als Master Server zu starten. Das ist der Standard-Mode und wenn ich nichts weiteres wie das benötige, wunderbar. Jetzt kann ich natürlich, so wie Master dann impliziert, auch noch einen weiteren Slave dazu schalten. Das heißt, dass Redis anfängt, dann im Hintergrund Daten zu replizieren. Und dazu benötige ich einfach zum Master Server noch einen zweiten Slave Server. Konfiguriere dem Slave Server den Master, dass er weiß, was seine Datenquelle ist. Und schon habe ich einen Slave. Und von diesen Slaves kann ich weitere entsprechend hinzufügen. Und damit habe ich dann ein Grundlevel an Availability, weil auf Master kann ich schreiben, vom Master kann ich lesen, ich kann aber auch von den Slaves entsprechend lesen. Und wie das halt im Master-Slave-Umfeld so ist, zwischen dem Master und dem Slave gibt es immer einen Synchronisations-Lag. Das ist üblicherweise recht kurz, aber gerade für den Betrieb ist es halt essentiell zu wissen, dass es einen Lag gibt und immer einen Verzug gibt. Und auch wenn mir mein Server abstürzt und ich habe Persistenz konfiguriert, ist es nicht so, dass ich, komme ich gleich dazu, dann verliere ich nicht alle Daten. Ich habe aber auch nicht den allerletzten Zustand, in dem ich meinen Redis-Prozess verlassen habe, sondern auch da gibt es immer einen Versatz. Da gab es eine Frage. Genau. Doch es gibt eine Möglichkeit. Es gibt ein Command, das ist glaube ich Wait, und dem kann man dann mit angeben, auf wie viele Slaves die Daten mindestens dann repliziert sein sollen. Das kann man so ein bisschen was mit dem MongoDB-Sharding-Prinzip und Write-Concern vergleichen, wenn es auch nicht dasselbe ist. Aber das ist so grob dann die Richtung. So, Master-Slave hatten wir. Ich kann von meinen Clients auch sowohl Master als auch den Slave nutzen. Und manche Clients unterstützen nur Redis Master, manche sind komfortabler, die unterstützen Master- und Slave-Betrieb. Das heißt, dass ich Clients habe, die dann automatisch die Topologie erkennen und sich dann einen Slave konfigurieren. Aber üblicherweise ist es so, dass die Clients, die es gibt,
Die werden statisch konfiguriert, sprich, ich konfiguriere meine eine Anwendung gegen den Master und andere Anwendungen gegen gegen den Slave. Und wenn einer von den beiden dann tot ist, bleibt mir die einzige Wahl, meine Anwendung zu rekonfigurieren und somit dann wieder auf irgendetwas zu zeigen, was dann halt wieder funktioniert und läuft. Das nächste Szenario, in dem Redis betrieben werden kann, ist Redis Sentinel. Und Redis Sentinel ist ein Add-on zu Master Slave. Mit Master Slave habe ich einen Master, mehrere Slaves oder 0 bis N Slaves. Und mit Redis Sentinel komme ich in die Gegend von dem, was MongoDB mit seinen Config-Servern macht. Und was der Sentinel letztlich macht, ist, er überwacht alle Nodes, die er kennt, sowohl die Master als auch die Slaves. Und wenn der Master wegbricht, wird er dann durch ein Quorum- und Abstimmungsprinzip dann der beste Slave ermittelt und der wird dann zum Master promoted. Diese Events kann man dann innerhalb des Sentinels dann abgreifen. Man kann den Sentinel fragen, hier gib mir mal die aktuelle Adresse des aktuellen Masters. Und diese Information kann man dann in seinem Client dann nutzen, um sich dann wieder an den entsprechenden Master dann connecten zu können. Wie läuft das üblicherweise ab? Nun, der Master stirbt, die TCP-Connections werden dann zurückgesetzt und wenn ich einen Client habe, der sich automatisch wieder verbindet, dann kann ich sowas dann nutzen, um entsprechend den richtigen Master dann wieder zu finden oder halt auch Slave, je nachdem. Und die letzte und die eigentlich die neueste Betriebsart ist Redis Cluster. Und mit Redis Cluster kommen wir dann auch nochmal in die Richtung dessen, was MongoDB mit Replication und Sharding macht. Mit Redis Cluster habe ich 1 bis N Master Nodes und jeder Master Node ist für ein bestimmtes Set, für eine bestimmte Range an Keys verantwortlich. Das heißt, jeder dieser Master enthält einen bestimmten Bereich, für den er dann verantwortlich ist. Und wenn ich einen Schlüssel abfrage, der zu einem anderen Master zugeordnet ist, werde ich automatisch dahin redirected. Das Ganze funktioniert dann auch entsprechend mit Slaves. Das heißt, dass jeder Master 0 bis N Slaves angehängt bekommen kann. Und auch die haben dann entsprechend das Datenset vom Master. Und ich kann entweder vom Master lesen oder vom Slave lesen. Und wenn es einen Failover gibt, dann werden diese Daten dann entsprechend auch propagiert. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Und jeder Client, den ich draußen dann finde, hat ein unterschiedliches Feature-Set. Manche unterstützen nur den normalen Standalone Redis. Manche gehen bis zum Sentinel. Es gibt aber auch dedizierte Cluster-Clients. Also wenn ich dann auf der Suche bin nach einem entsprechenden Client, muss ich auch im Vorfeld wissen, okay, wie will ich Redis dann betreiben, damit ich dann den Client auswähle, der nachher auch dieses Feature-Set unterstützen kann. Das bringt nämlich nichts, wenn man sich überlegt, okay, ich nehme diesen Client, weil der ist eine coole Dokumentation oder der hat die meisten Stars auf GitHub oder die wenigsten. Und dann stelle ich dann im Betrieb fest, so, ups, die Ops haben sich aber was anderes überlegt und dann kann ich meinen Client dann entsprechend nicht nutzen. Wie sieht es mit Security aus? Also, Redis selbst kann man mehr oder weniger mit etwas vergleichen, was man innerhalb seiner JVM üblicherweise ausführen würde. Also, ganz gut ist Redis mit einem InfiniSpan vergleichbar. Und dadurch, dass es ein so Low-Level-Service ist, sind die Dinge, die zum Schutz und zur Sicherheit beitragen, jetzt nicht übermäßig groß ausgestaltet. Redis hat die Möglichkeit, den Server mit einem Passwort zu schützen. Das geht. Man kann Redis auch mit SSL ansprechen. Allerdings hat Redis kein SSL eingebaut. Das heißt, da ist das übliche Szenario so, dass ich einen SSL-Tunnel nehme und den von den Redis-Server hänge. Aber auf jeden Fall muss ich Redis, also wirklich, wenn ich wirklich ernsthaft betreiben will, hinter einer Firewall betreiben, damit nur die Applikation und nur die Clients da dran kommen, die doch authentifiziert sein sollen, dort drauf zuzugreifen. Denn auch die Authentifizierung ist rasend schnell. Und wenn ich 1 Million Versuche pro Sekunde habe, dann kann man sich bei entsprechenden Passwortlängen dann überlegen, wie lang oder wie kurz das dann dauert, das entsprechende Passwort dann rauszufinden. Das heißt, wenn ich Redis einsetze, dann immer nur mit Firewall. Idealerweise mit Passwort-Authentifizierung und SSL. Nun ja, wenn man dann übers Internet geht, ist es dann entsprechend auch ratsam. So, was sind denn die Use Cases für Redis, nachdem wir jetzt viel zu Betrieb gehört haben? Redis
ist als Key-Value-Store gestartet. Das heißt, dass ich Schlüssel-Wertpaare setzen kann. Und das ist das Fundament, auf dem Redis entsprechend baut. Darauf kann ich einfach Schlüssel-Wertpaare setzen, abrufen. Damit kann ich Caching realisieren, weil Redis entsprechend rasend schnell ist. Ich kann Queues damit realisieren, wirklich atomare Queues. Durch die Natur, die Redis hat, single-threaded, habe ich immer garantiert, dass ich eine Atomizität habe und keine zwei Clients zur selben Zeit Daten verändern können. Ich kann mit Redis High-Speed Data Ingestion machen und es als Datenpuffer benutzen zwischen einer langsameren Zieldatenbank. Sprich, ich pumpe enorm schnell Daten in Redis rein und dann habe ich einen Prozess, der die Daten dann aus Redis nimmt und dann in eine andere Datenquelle hineinkopiert. Ich kann solche Dinge machen wie zum Beispiel verteilte Web-Sessions, weil Redis sehr, sehr leichtgewichtig ist. Ich kann damit verteilte Logs implementieren, Echtzeitanalysen und Geoindexing. Das sind so die üblichen Use Cases, die Redis so bietet. Und darüber hinaus, dadurch, dass Redis eigentlich ein Data Structure Server ist, habe ich noch viele, viele Möglichkeiten, die jetzt hier nicht mit aufgelistet sind. Weil ich bekomme, nämlich als Datenstrukturen, neben den Key-Value-Datenstrukturen, Hashes, das sind sowas wie Maps, Listen, sortierte Sets, geospatiale Indexes, dass ich Geodaten indizieren und abfragen kann. Ich habe einen Publish-Subscribe-Mechanismus mit Redis. Hyperlog-Log, das ist eine Datenstruktur, die sehr effizient enorm große Datensätze aufnehmen kann und mir eine sehr akkurate Kardinalität rausgeben kann, bei der ich sehr wenig Speicherplatz verbrauche. Ich habe so etwas wie Transaktionen. Ich kann Redis mit Lua skripten. Und Redis ist highly available. Mist, das gehört ja gar nicht hier hin. So, wie funktioniert denn eigentlich so ein Zugriff auf Redis? Scroll kann man lesen, oder? Ja. Wenn wir jetzt mal so eine SQL-Datenbank uns mal nehmen, die, glaube ich, weitläufig bekannt sind, habe ich für den Datenzugriff einen Select-Clause. Da selektiere ich ein Feld, gebe eine Tabelle an und gebe meine Where-Prädikate an. In Redis funktioniert das ein wenig anders. In Redis habe ich immer einen Key und immer einen Value. Und dieser Key kann entweder unstrukturiert sein, weil es eine Bytesequenz ist oder ein String, oder es kann beispielsweise eine Liste oder ein Set oder ein Hash sein. Das heißt, alles in Redis hat immer einen Key und die Frage ist nur, wie will ich es nutzen und wie kann ich es nutzen und was benötige ich entsprechend aus dem Fundament, was mir Redis bietet, was kann ich dann entsprechend daraus nutzen. Und durch diese Datenstrukturen und durch die Clients werden wir jetzt dann gleich mal auch durchgehen. So, für Java, wie schaut es denn aus mit Plain Java Clients? Falsch gedrückt. So, hier sind wir. Also, für Java gibt es vier aktive Clients. Also hätte ich den Vortrag letzte Woche gehalten, hätte ich gesagt, es gibt drei aktive Clients. Es ist noch ein neuer Client mit hinzugekommen. Da werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Die drei, die ich jetzt heute hier mitgebracht habe, ist der Jedis Client. Das ist ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr schmaler Client, der fast das gesamte Spektrum von Redis abbildet. Arbeitet mit normalen Output-Streams und benötigt Pooling, je nachdem, je nachdem, wie viele Threads gleichzeitig auf Redis dann zugreifen wollen. Ist also so ein bisschen was vergleichbar mit JDBC. Dann gibt es den Lettuce und den Redison Client und die beiden basieren auf Netty, sind somit dann auch Thread-Safe und benötigen unten drunter entsprechend weniger Ressourcen. Und diese Aspekte spiegeln sich dann auch gleich so ein bisschen was wieder, in dem, wie die Clients dann benutzbar sind und wie ich entsprechend eine Verbindung zu Redis aufbaue. Mit dem Jedis Client erzeuge ich eine Instanz, gebe den Connection Endpoint an, sieht man, und führe dann damit dann meine Kommandos aus. Und alle Kommandos sind auf meiner Jedis-Instanz entsprechend verfügbar. Jetzt mal gucken, da habe ich das Set-Command, bei dem ich einen Key und einen Value übergeben kann, ein Get-Command, was einen Key entgegennimmt und mir auch einen String zurückgibt.
Und da sieht man dann schon, oh, da gibt es auch noch ein Byte-Array. Und das ist eine Besonderheit von Redis, weil obwohl Redis halt jede Menge Datenstrukturen bereitstellt, kennt es innerhalb dieser Datenstrukturen eigentlich keine Datentypen. Der einzige Datentyp ist ein Byte-Array und das übersetzt sich mehr oder weniger nach String. Es gibt zwar Operationen, die mit Zahleninhalten umgehen können, aber das werden wir dann gleich sehen. So, das heißt, der JDS-Client ist schnell aufgesetzt. Damit führe ich meine entsprechenden Kommandos aus und kann den zumachen. Es gibt eine Pooling-Komponente, die ich konfigurieren kann. JDS kann ich auch im Cluster betreiben. Mal gucken, ob ich dieses Beispiel überhaupt mitgebracht habe. JDS Cluster, genau, da ist es. Und das Setup ist genauso einfach. Ich definiere eine JDS Cluster-Instanz und sobald ich das gemacht habe, wird die Connection dann aufgemacht und intern werden dann Topologie eingesammelt und ich kann meine Befehle entsprechend dann ausführen. Der Client kümmert sich um das Routing zwischen den einzelnen Nodes. Der zweite Client, Lettuce. Beim Lettuce-Client sieht man schon, oha, was vorher ein Einzeiler ist, erfordert jetzt mehrere Zeilen. Beim Lettuce-Client habe ich eine Redis-Client-Instanz, die wird dann mit einer URL initialisiert. Dann muss ich eine Verbindung aufbauen und erst dann kann ich meine Daten entsprechend lesen oder schreiben. Und was dieser Client mit sich bringt, ist eine Möglichkeit, unterschiedliche APIs zu nutzen. Ich habe eine asynchrone API, die mit Compatible Futures antwortet. Ich habe eine synchrone API, die für Blocking-Calls da ist. Und auch eine Reactive API, die mir RxJava Observables zurückgeben kann. Und dann nutze ich den Client, danach muss ich die Verbindung zumachen und danach muss ich dann den Client zumachen. Das heißt, dieser Client bietet mehr Möglichkeiten, ist aber auch entsprechend komplizierter in der Nutzung. JDS und Lettuce sind beides Low-Level-Clients, also wirklich vergleichbar mit JDBC. Es gibt kein Object-Mapping oder irgendeine andere Übersetzung da innen drin, sondern das ist wirklich plain die Redis-API. Wer ein bisschen was mehr Komfort braucht, da sprechen wir dann schon über Redison. Und Redison hat auch etwas mehr Möglichkeiten in der Initialisierung. Ich kann einen einfachen Master-Server nutzen. Ich kann einen Cluster-Server nutzen. Ich kann AWS Elasticache nutzen und entsprechend konfigurieren. Dann erzeuge ich meine Client-Instanz und wer genau hinschaut, sieht, okay, hier gibt es einen deutlichen Unterschied. Mit Redison spreche ich nicht mehr Low-Level Get, Set, Put, sondern ich bekomme Objekte, die mir die Funktionalität kapseln. Und zwar beispielsweise hier eine RMap. Und die RMap verhält sich wie eine Java Hash Map. Es ist auch eine Map, Concurrent Map. Ah, alles kaputt gemacht. So, eine RMap. Es gibt Redison.get List, get Set, get Hyperlog. Und Redison bietet einen gewissen Komfort on top of Redis. Es ist ja wirklich sehr praktisch, dann mit diesen Objekten umzugehen, weil mein Client, der diese Liste oder diese Map verwendet, muss dann am Schluss gar nicht mehr wissen, dass es eine Remote Map ist oder eine Remote List, sondern nimmt die Interfaces, die in Java definiert sind, und arbeitet entsprechend damit darauf. Und dieser Client ist auch, wie gesagt, mit Netty unten drunter gebaut. Ja, Frage. Genau. Und es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die auf Redis dann gebaut sind. Also nicht nur diese Basis-Datentypen, dass ich Listen, Sets und Maps habe, sondern ich habe eine Implementierung für Atomic Integer, also Atomic Counter. Ich habe eine Implementierung für Distributed Logs. Eine Caching-Implementierung steckt da mit drin und noch viel, viel mehr. Also das ist ein durchaus sehr, sehr komfortabler Client. Kann man nutzen dafür. So. Demo, das wäre die Demo-Folie. Was gibt es noch? Hibernate. Schon jemand von Hibernate gehört? Hat Hibernate OGM? ORM? Gut. Es gibt passend zum Hibernate ORM auch ein Hibernate OGM.
Und das Hibernate OGM, das ist die Abkürzung für Object Grid Mapper, hat die NoSQL-Datenbanken im Fokus. Da drin gibt es Unterstützung für MongoDB, für Cassandra, für CouchDB und unter anderem auch für Redis. Und was ich damit machen kann, ist, wenn ich JPA-affin bin, entsprechend Entities definieren mit JPA-Annotations. Das ist beispielsweise eine Entity, eine Data, eine Table Annotation. Nicht wundern wegen dem Data, das ist Project Lombok und damit vermeide ich Getter und Setter. Und damit definiere ich eine Entity und gebe die an Hibernate OGM und Hibernate OGM mappt die Entities entsprechend dann auf Redis. Und da das eines der interessanteren Dinge ist, also besser als einen Test zu sehen, der einfach nur connected, machen wir das einfach mal. Wunderbar. So, Test ist grün. Und was hat das jetzt gemacht? Also, Keys-Stern ist ein wunderbares Kommando. Bitte nicht in Produktion nutzen. Wir sehen jetzt hier, hat sich so ein bisschen was getan. Es gibt einen zusätzlichen Key, Artikel Breaking News. Und da ich nicht weiß, von welchem Datentyp der ist, gibt es den Type-Command. Und der sagt mir, okay, das ist ein String. Und dann kann ich auch mit einem Get hergehen und mir die Daten rauslesen. Es gibt auch noch andere Datentypen, das werden wir dann gleich nochmal sehen. Und was Hibernate OGM hier gerade gemacht hat, ist das Objekt genommen und als JSON serialisiert in Redis reingeschrieben. Und das Ganze funktioniert schreibend, das Ganze funktioniert lesend. Allerdings, was es hier nicht gibt, ist dadurch, dass Redis nur Keys und Values versteht, kann ich jetzt nicht hergehen und dann auf andere Felder als auf den Key dann Abfragen machen. Das ist eine Einschränkung, die ich habe. Es gibt Möglichkeiten, Hibernate Search da oben drauf zu setzen, sodass ich dann die Daten nochmal indiziere auf Lucene-Basis oder sowas. Und dann kann ich meine Daten abfragen. Aber wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, das bleibt, denke ich, dann jedem selbst überlassen. Was ich auch damit machen kann, ist beispielsweise Relationen abbilden. Das heißt, vorhin haben wir den Artikel gesehen, jetzt haben wir hier ein Newspaper-Objekt und diese Klasse definiert eine Relation zu den Artikeln. Das heißt, ein Newspaper hat viele Artikel. Und auch diese Dinge kann ich mit Hibernate OGM entsprechend abbilden. Lassen wir das mal kurz laufen. Und was ich jetzt dann hier habe, ist, hier ist ein neuer Artikel hinzugekommen, hier ist ein neues Newspaper hinzugekommen. Ich kann mit Redis auch IDs generieren, also die atomaren Counter sind durchaus gut geeignet dafür. Und schauen wir uns das jetzt mal an. Da steht eine 1 drin, weil mein Newspaper hat eben die erste ID bekommen. Holen wir uns mal das Newspaper raus und da steht dann drin, da ist der Name und hat eine Verlinkung zu Artikel 1 und Artikel 1 ist dann nachher die Entität, die referenziert wird. Ja, Frage? Also die Frage war, man kann keine Abfragen anders aus auf dem Key auszuführen, aber du sagst, intern kann man es schon. Also, wenn ich mir jetzt hier den Key anschaue, der Key vom Newspaper ist Newspaper Doppelpunkt 1, wobei das Format und die Struktur, da lässt Redis einem wirklich komplett freie Hand. Hier wird referenziert Artikel Space 1 und diesen Artikel Space 1 finden wir da oben wieder. Das heißt, es wird nur die Referenz zum Schlüssel gespeichert und was Hibernate OGM dann im Hintergrund macht, ist, es macht dann einen weiteren Zugriff auf Redis und löst damit dann das Objekt auf. Frage beantwortet? Gut, cool. Ja. Kein Ding. Also gibt es den Plan, das ins JPA einfließen zu lassen? Soweit ich weiß, nein. Wenn man sich JPA als Standard anschaut, spricht JPA über
Relationen, über Primary Keys, über Transaktionen. Und das sind alles Attribute, die ein Redis nicht hat, die ein die ein MongoDB nicht hat, die ein Cassandra nicht hat, also weitestgehend nicht hat. Und deswegen passt das überhaupt nicht nach JPA rein. Wenn man unbedarft an OGM dran geht, dann ist es durchaus so, dass OGM einen wirklich eher verwirrt als hilft, weil Hibernate OGM baut auf Hibernate ORM und das baut auf JTA-Transactions oder generell auf Transactions auf. Und diese Konzepte gibt es in diesen Data Stores dann gar nicht. Und das bedeutet, irgendwie muss man diese Dinge simulieren. Und es kann durchaus halt sein, wenn du mitten in einer gefühlten Transaktion bist, jetzt wenn wir von der EJB-Welt beispielsweise reden oder von User-Management-Transactions, die Transaktion, der Server hinten dran bricht ab und du hast eigentlich nur die Hälfte dessen geschrieben und deine Anwendung reportet dir eine Transaktion zurückgerollt. Und normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass gar nichts davon geschrieben ist, aber die Realität ist so, dass die Transaktion irgendwo in der Mitte abgebrochen wurde und der Zustand auf der Datenbank dann unbekannt ist. Ich glaube, dass es früher oder später einen JSR dafür gibt. Gerade gestern oder vorgestern, als Microprofile vorgestellt wurde und in Kombination mit Wildfly Swarm, wurden Stimmen laut so, hier lass uns das doch mal in Standard gießen. Aber da haben auch die OGM-Entwickler gesagt, nee, wir sind eigentlich noch gar nicht so weit. Wir wissen es nicht, wo die Reise hinführt. Deswegen, meine persönliche Meinung ist, es wird früher oder später irgendwas geben. Wie das dann aber aussehen wird, weiß ich nicht und ich glaube nicht, dass es JPA sein wird. Gerne. So. Und das letzte wäre an Clients Spring. Und wer sich in der Spring-Landschaft so ein bisschen was auskennt, der wird wissen, es gibt Spring Data. Und genau in Spring Data gibt es ein Spring Data Redis Modul. Und was Spring Data Redis letztlich macht, ist, es setzt auf dem JDIS und dem Lattice Treiber auf und bietet die API userfreundlicher an. Also während ich da bei dem Lattice und beim JDIS Client irgendwie 600 Methoden in einem Interface definiert habe, ist man dann bei Spring dann hergegangen und hat ein Redis-Template gebaut. Auf dem Redis-Template hat man einige Basisoperationen, wie zum Beispiel hier Delete oder Execute. Und darüber hinaus gibt es datenstrukturspezifische Operationen, beispielsweise hier dieses Ops for Value. Und damit kann man dann die Commands entsprechend auswählen. Und hier sieht man dann schon, okay, hier spreche ich über einen String. Und das Geheimnis da hinten dran ist, Redis-Template ist mit Generics typisiert. Das heißt, ich kann neben Strings und Byte-Arrays auch noch Objekte serialisieren mit beispielsweise JSON. Standardmäßig ist der JDK-Serializer aktiviert. Das heißt, ich kann Objekte, die serializable implementieren, eins zu eins in meinen Redis ablegen und von dort aus wieder laden. Und Spring Data Redis bringt nicht nur diese Ebene mit, sondern hat auch noch einige Collection Utilities. So etwas haben wir ja schon bei Redis gesehen, da ich eine Liste mit Identität habe und diese implementiert das List-Interface. Und das gleiche gibt es auch nochmal für Atomic Counter, für eine Map. Für ein Set, glaube ich, gibt es. Also, wenn ich mich in der Spring-Welt bewege, bekomme ich schon viele Dinge entsprechend von Haus aus dann geliefert. Ja, Frage. Gerne. Ich zeige euch gerade, wie die Serververbindung konfiguriert wird. Und zwar ist das relativ einfach. Ich verwende hier Java-Konfiguration mit der AddBean-Annotation und stelle eine Redis Connection Factory bereit. Das ist jetzt hier in diesem Fall eine Lattice Connection Factory. Es gibt aber auch eine JDIS Connection Factory. Standardmäßig benötigt die keine Parameter, weil eben auf Localhost 6379 gegangen wird. Ich kann da aber auch eine Sharding-Konfiguration reingeben, ich kann eine Sentinel-Konfiguration, ich kann eine Cluster-Konfiguration mit reingeben. Also das heißt, die Dinge sind dann entsprechend möglich.
Und das Zweite, was ich jetzt hier bereitstelle, ist das Redis Template mit entsprechenden Serializern. Das heißt, die Dinge dann kann ich dann auch entsprechend konfigurieren. Und wenn ich das aus dem Boot-Umfeld mache, jetzt mal gucken, ob ich mein Beispiel dafür vorbereitet habe. Üblicherweise nicht, nein. Machen wir das doch. Ah, doch, Application Properties. Da ist es doch. Spring. Punkt. Dann kann ich über einen meiner Application Properties entsprechend Properties konfigurieren. Das heißt, ich kann die Database setzen, ich kann den Host setzen, ich kann Passwort setzen, ich kann Sentinel konfigurieren. Das heißt, hier habe ich beide Möglichkeiten, sowohl im Code Daten Dinge zu konfigurieren und wenn ich Spring Boot verwende, kann ich über Application Properties oder YAML die Dinge dann konfigurieren. Gut. So, was Spring Data Redis sonst noch mit sich bringt, sind Integration in sehr viele andere Komponenten. Beispielsweise gibt es eine Caching-Komponente, für die Spring kennen, wissen dann, dass dort Caching out of the box im Spring Core Framework vorhanden ist. Und Spring Data Redis bringt einen Adapter für Redis mit. Und alles, was ich nur machen muss, ist meinen Service dann entsprechend annotieren. Jetzt mal gucken, dass das dann auch funktioniert, weil dann machen wir nämlich eine Live-Demo. So, hier habe ich jetzt erstmal einen Service, der startet auf Port 8080. Den frage ich jetzt mal ab. So, das dauert jetzt einen Augenblick, bis die Daten dann da sind. So, genau, da ist was. Und der zweite Zugriff, oh, der dauert auch. Der Hintergrund dafür ist, das Ding wird noch nicht gecached. Wenn ich es cachebar machen möchte, dann. Also das Geheimnis, warum es so lange dauert, ist, weil da ein Thread Sleep drin ist. Cacheable, Cache Names, sagen wir mal hier Redis. Und üblicherweise war es das. So, und wenn ich jetzt wieder auf meinen Service drauf zugreife, beim ersten Mal dauert es auch wieder länger. Und der zweite Zugriff, upsala, so war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Ich glaube, da muss noch Enable Caching noch mit drauf. Und dann sollte das sich das mit dem Vorführeffekt dann gelöst haben. Einmal, zweimal, genau, das ist es. Also mit zwei Annotations, mit der einen aktiviere ich Caching global, mit der zweiten aktiviere ich die Ressourcen, die ich entsprechend cachen möchte und die Daten werden innerhalb dann von Redis gecached. Und schauen wir uns das mal in Redis an. So, Und da sieht man dann, was der JDK Serializer dann auch als Folge hat. Die Daten werden dann eben binär abgelegt und die Konsole escaped dann die Zeichen entsprechend. Und ja, lesbar ist es dann nicht mehr, aber es funktioniert zumindest. Und für viel mehr Objekte, als wenn ich das auf andere Art und Weise dann versuchen würde zu serialisieren. Was auch noch mit drin ist, ist Redis Session Handling. Aber ich denke, wir gehen einfach mal zur Redis API. Die Redis API selbst ist nach Datenstrukturen getrennt. Und da jede Datenstruktur mehrere Commands hat, um sie zu lesen, zu verändern oder Dinge abzufragen, gibt es dann auch entsprechend viele Commands. Und bei meiner letzten Zählung waren es 169 Commands gewesen, die Redis so als Top-Level definiert, also Get, Set, Delete und Flush All und sowas. Und wenn ich die Dinge so mehr oder weniger ausmultipliziere und nutzbar in einem Client bereitstelle, komme ich dann auf knapp 650 Methoden. Das ist einiges. Aber die gute Nachricht dabei ist, man kommt nicht mit allen diesen Dingen in Berührung. Es sei denn, man nutzt wirklich den kompletten Funktionsumfang von Redis. Und das ist eher selten der Fall. Häufiger ist es der Fall, dass ich entweder eine Abstraktion oben drauf habe, sowas wie Spring Data, die mir das Caching oder die Web-Sessions abnimmt. Oder aber ich arbeite nur mit Maps oder nur mit Key Values. Und da beschränkt es sich dann irgendwie so auf 5, 6 Commands, üblicherweise. Eine Doku gibt es auch unter redis.io slash commands. Jetzt mal gucken, ob ich die Aufnahme. Genau, da ist sie. Die Seite ist relativ schick gemacht. Ich kann die Commands nach Typ gruppieren,
und filtern meine List-Commands, meine Set-Commands. Ich kann innerhalb dieser Dinge dann auch suchen, Flush All beispielsweise, und komme dann zum entsprechenden Command. So, das alles fühlt sich natürlich so ein bisschen was an, wie jetzt eine Werkstatt mit lauter Zeug, und wo fange ich denn jetzt halt am besten dann an? Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die API an, und ich denke, das machen wir, jetzt noch eine halbe Stunde Zeit habe ich. Später können wir uns auch gerne mehr anschauen. So, wie sieht die Key-Value API aus? Also, was ist denn eigentlich erstmal ein Key? Fangen jetzt mal ganz einfach an. Also, ein Key und ein Value. Das ist die niedrigste Granularität innerhalb von Redis. Zu jedem Key ist irgendeine Art von Value assoziiert. Entweder ist es eine Plain Byte-Sequenz, also die Dinger werden auch String genannt. Also das ist ein bisschen was misleading, irreführend. Genau, so heißt es auf Deutsch. Der String ist eigentlich eine Sequenz an Bytes. Und was ich dann an Bytes dann da reinstecke, ist mir dann überlassen, ob ich dann ASCII als Codierung nehme, UTF-8 oder wirklich komplett binäre Daten. Ob ich jetzt da jetzt einen String reinsetze oder hinten dran eine Liste oder einen Hash oder was auch immer dran setze. Das heißt, eine Redis-Datenstruktur hat immer einen Key und hat immer einen Wert. Und das, was man dann über Set-Command setzt, ist der Redis-String. Und der besteht aus einer Byte-Sequenz. Die kann 0 Zeichen lang sein, kann aber auch bis zu 512 Megabyte lang sein. Was kann ich damit machen? Also, ich kann Keys setzen mit Set. Ich kann Keys abrufen mit Get. Ich kann mir die Länge des Inhalts rausgeben lassen mit String-Length. Ich kann Daten hinten anfügen mit Append oder Anteile innerhalb dieses Strings dann abrufen, also sowas wie Substring übersetzt in Java oder Teile dieses Strings manuell setzen, dass ich nur ein Substring dann entsprechend setze. Und wie fühlt sich das auf der Kommandozeile an? Nun, ich lösche mal alle Daten. Mit einem Command ist das übrigens möglich. Das heißt, wer vorhat, da irgendwie Banktransaktionen abzulegen, ganz schlechte Idee. Weil die Daten sind persistent weg. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Also vielleicht noch vom Backup, aber das wäre es dann. So, Set Key Value. Als Return-Wert kriege ich dann okay. Get Key, dann kriege ich meinen Wert zurück. Append Key. Irgendwas, der gibt mir dann die mit 14 dann die Gesamtlänge dann an, Value irgendwas, get range, funktioniert das, Key 1, 5, genau, und dann bekomme ich irgendwelche Substrings mitten aus dem String dann raus. Mit del Key lösche ich den Key, dass der weg ist, Keys, sehen wir dann auch. Was ich auch damit machen kann, ist Set Key Value ein Expiry setzen. Das heißt, Redis schmeißt mir nach einer gewissen Time to Live den Schlüssel dann auch raus. Expire Key, mach mal 10, und 10 sind Sekunden. TTL Key gibt mir noch die Time to Live an. Dass es den Key tatsächlich auch gibt, sehen wir jetzt hier. Und dann ist er plötzlich irgendwann mal weg. Das heißt, Redis managt auch solche Features für mich, dass ich dann Expiry setzen kann. In der Konfiguration kann ich auch Memory Policies angeben und ein Memory Limit. Das heißt, dass ich sagen kann, okay, ich will maximal 100 Megabyte an Daten beinhalten und wende bitte First in, First out, LRU oder andere Strategien an, um die Daten zu evicten. Und somit kann ich dann wirklich Redis als Cache-Standard nutzen und muss mir keine Gedanken machen, dass mir Redis wirklich voll läuft. Was kann ich sonst noch machen? Vorhin habe ich ja erwähnt, Redis kennt da keine Datentypen. Es kennt nur an stellenweise Commands, mit denen es mit anderen Dingen als mit Texten umgehen kann. Und das ist beispielsweise der Fall für Increment oder Increment By oder Decrement Decrement By. Das heißt, wenn ich eine Zahl in meinem Key gespeichert habe, kann ich die entsprechend inkrementieren oder dekrementieren. Und dadurch, dass Redis single-threaded arbeitet, kann zu einem Zeitpunkt immer nur einer den Wert verändern,
lesen, schreiben, was auch immer. Und damit sind meine Operationen alle atomar. Das ist, wenn der nächste dann kommt, dann bekommt er den nächsthöheren Wert entsprechend angezeigt. Und damit kann ich im Ideal Atomic Counter oder sowas bauen. Das Ganze geht nicht nur für Integer, sondern auch für Double-Werte, dass ich halt Increment by Float aufrufe. Und dort kann ich dann in Schritten hochzählen, die geringer sind als eine Ganzzahl. Ja, Frage. Also die Frage wäre, bei Redis gibt es nur Bytes als Datentyp und kann ich da ein GetRange machen? Ja, weil intern ist alles eine Bytesequenz. Und wie die Bytesequenz interpretiert wird, hängt A vom Client ab und B natürlich von den Commands, die ich auf Redis-Seite dann ausführe. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Increment mache auf einen String, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Ist da was drin? Nee, set key value. Und dann in key bekomme ich einen Fehler, error, value is not an integer or out of range. Und wenn ich jetzt den Key auf 1 setze und das gleiche nochmal mache, dann bekomme ich die 2 als Response zurück. Also es gibt, nein, die Commands können damit umgehen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Redis Datentypen erkennt. Das wäre Redis zu viel zugemutet. Ja, idealerweise ja, weil ich letztlich nur mit über Byte Arrays dann kommuniziere. Es gibt natürlich im Protokoll, in der Protokolldefinition einen Long-Datentyp, aber der wird üblicherweise verwendet für wie viele Elemente habe ich in meinem Array oder wie lang ist mein String. Ja, Frage. Also, warum kann Value nicht inkrementiert werden? Weil der Increment-Command, der versucht, soweit ich weiß, ein ASCII-to-Integer durchzuführen, also A2I im C-Umfeld, was sehr low-level ist. Und da stellt er fest, okay, diesen String kann ich nicht parsen, also kriege ich irgendeinen Fehler an dieser Stelle. Und das wird dann weiter propagiert. Und Zahlen, währenddessen dann Zahlen, dann. Ich weiß nicht, ob es ASCII ist, aber irgendwas in dieser Richtung wird dann auf Zahlen dann angewendet. Und dann habe ich kurzzeitig im Speicher wirklich einen Integer, einen 64-Bit-Integer. Und der wird dann nachher dann wieder nach ASCII, also nach dem Inkrementieren, wieder zurückgeschrieben. Listen-API. Also, was kann die Liste? Die Liste ist eine Sammlung von Elementen. Sie hat einen Key. Hat mehrere 0 bis n Elemente. Sie ist sortiert nach der Reihenfolge, wie ich die Elemente eingefügt habe, oder ich kann an bestimmte Positionen Elemente setzen, also so wie ich es auch in einer Java-Liste machen kann, set add und da einfach den Index angeben und den Wert. Sie erlaubt Duplikate, wird später noch wichtig. Und die Liste erlaubt sehr schnelle Head- und Tail-Operationen. Das heißt, wenn ich mir das erste Element oder das letzte Element geben lasse, bin ich mit Constant Time mit dabei, während wenn ich einen Seek machen will und innerhalb der Liste irgendwelche Operationen ausführe, habe ich eine, glaube ich, ON als Kosten. Das heißt, wenn ich wirklich als Queue arbeite, Element rein, Element raus, bin ich in Constant Time durch die Liste dadurch. Aber ganz ehrlich, habe ich noch nie den Fall erlebt, dass Redis dann langsam gewesen ist. Meistens ist es eigentlich die Anwendung, die langsamer gewesen ist. So, und eine Liste hat auch entsprechende Commands. Hier gibt es jetzt keinen Set-Command, so wie wir es beim Key-Value-Element gesehen haben, sondern wir haben ein L-Push, L-Pop. Das ist für Left-Push und Left-Pop, sprich, fügen wir ein Element vorne hinzu oder nehmen eins raus. Wir haben ein L-Set-Command, das an einer bestimmten Stelle ein Wert gesetzt wird. L-Insert fürs Einfügen, Länge, List-Index. Und wenn man so die ganzen Commands jetzt sieht, denkt man sich, hey, das ist doch konsistent, das ist doch cool. Alle Commands fangen mit L an. Nee, der Marc hat nämlich was vergessen. Weil es gibt nämlich einen R-Push-Command und R-Pop. Also vom Namen her macht Sinn, aber das ist dann nicht mehr konsistent. Und wenn wir uns die
die Doku anschauen, dann werden wir feststellen, okay, außerhalb dessen gibt es noch ein paar andere, wie BL-Pop, BR-Pop. Genau, beispielsweise. Das sind Blocking Lists Command und deswegen da das B. Es macht schon irgendwo Sinn, diese Commands so zu benennen, aber wenn ich als Entwickler hergehe und Redis dann jetzt kennenlernen will und dann so ein paar gewisse Muster erkenne, mit der Konsistenz und Redis hat es nicht so. Es ist ein cooles Command, also BLPOP beispielsweise, um einen Queue-Consumer zu implementieren, der nicht ständig auf die Queue polt, sondern dem gebe ich einen Timeout mit und sage ihm, okay, nimm immer das erste Element aus der Liste raus. Und damit ist dann garantiert, entweder kommt er mit keinem Element zurück oder mit genau einem. Und ich vermeide damit dann, dass zwei Clients zu einem Zeitpunkt dasselbe Element haben. Aber ich muss mich eben an die API gewöhnen. Und ich kann nur ans Herz legen, immer die Doku als erstes lesen, weil einige Commands haben es wirklich halt in sich und bringen dann gewisse Überraschungen. Und wenn ich das erst dann weiß, wenn ich in Produktion, meine Software in Produktion habe und dann auf Probleme laufe, dann ist das durchaus etwas spät. Lieber im Vorfeld sich die Dinge anschauen, wie sie funktionieren und welche Zusicherungen jedes Command dann bringt. Sets. Ein Set ist so etwas wie eine Liste. Aber es ist unsortiert und jedes Element ist eindeutig. Und Eindeutigkeit, wenn wir jetzt dann aus der Java-Brille drauf schauen, sagen, okay, ich füge einen Integer 1 ein und einen String 1 und ich benutze den JDK-Serializer, dann sind das zwei unterschiedliche Dinge, weil die Byte-Repräsentation unterschiedlich ist. Das heißt, die Eindeutigkeit wird wirklich auf exakter Byte Übereinstimmung festgelegt und wenn ich das Gefühl habe, ich drücke das Gleiche aus, heißt es nicht, dass ich es dann tatsächlich mache, sondern da muss ich wirklich mal genau drauf schauen, okay, was mache ich denn und wie arbeite ich denn damit? Und das fällt wirklich dann mit JDK-Serializern auf, mit JSON-Serializern, wo beispielsweise im JSON dann nach einem Doppelpunkt plötzlich ein Leerzeichen ist oder Single-Quote oder die Attributnamen sind einfach vertauscht, weil sie nicht alphabetisch sortiert sind. Das sind so die üblichen Fallstricke, die man dann erlebt, wenn man mit Redis arbeitet. Deswegen ist es ganz gut, das schon mal vorher gehört zu haben. Was können Sets so? Nun, bei Sets, hey, cool, jetzt fangen tatsächlich alle Befehle mit S an. Kann ich Elemente hinzufügen mit sAdd, sRem für Elemente removen, pop, um mir ein Element rausgeben zu lassen und es auch aus der Elemente raus, aus der Liste raus, aus dem Set rauszunehmen. Ist Member, Kardinalität, gib mir die genauen Members. Ich kann Differenzen zwischen Sets bilden. Ich kann Intersections zwischen Sets bilden. Ich kann zwei Sets miteinander kombinieren und mir das Ergebnis rausgeben lassen mit S-Union oder Elemente verschieben. Und wenn ich mit großen Sets es zu tun habe, kann ich auch diese S-Div, S-Inter und S-Union-Commands so ausführen, dass das Ergebnis dann in einem neuen Set abgelegt wird. Gerade Redis ist wirklich prädestiniert dafür, sehr viele Daten abzulegen, das heißt mehr als nur 100 Megabyte, sondern wirklich Millionen und Milliarden von Keys. Und da sind diese Commands wirklich Gold wert. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich das Keys-Kommando weder auf der Konsole noch im Java-Produktionscode verwenden sollte, weil das Keys-Command streamt wirklich alle Keys rüber. Und wenn. Weil das viel sein kann, kann es dann sein, dass dann der Memory explodiert. Es gibt andere Commands, sowas wie Scan, damit kann ich sowas wie einen Iterator realisieren. Hat aber den Nachteil, dass die Zusicherung ist so, ja, wenn ein Key zwischen den einzelnen Iterationsaufrufen mal da gewesen ist, mal weg gewesen ist, dann gibt es gar keine Garantie, dass der Key überhaupt mal aufgetaucht ist. Und wenn ich Scan mehrmals aufrufe, dann kann es sein, dass Duplikate geliefert werden. Das heißt, der Client sollte doch bitte so schlau sein und diese Duplikate auswildern. Das sind dann so die Konsistenzüberraschungen, die man dann mit Redis erlebt. Hashes. Der Hash ist vergleichbar mit einer Hashmap oder einer Map, ist eigentlich unsortiert. Ich würde mich auf die Sortierung nicht verlassen, aber wer damit nur mal ein bisschen was rumspielt, wird feststellen, dass diese Key-Value-Paare innerhalb von einem Hash in der Sequenz angelegt werden, in der ich sie
anfüge. Das heißt, wenn ich erst den Namen hinzufüge und dann den Ort, dann die Postleitzahl und mir dann die Felder rausgeben lasse, dann kommt das in der gleichen Reihenfolge raus. Das kann gut sein, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Hashes sind insofern eindeutig, dass der Field-Name innerhalb des Hashes dann einmal da ist. Das heißt, ich kann den Namen nicht zweimal speichern, sondern so wie ich es von der Map gewohnt bin, der Feldname ist einfach der Key von diesem Key-Value-Paar. Und ich bekomme auch Map-Operationen auf einem Hash. Das bedeutet, ich kann mir die Keys enumerieren lassen, ich kann mir die Values enumerieren lassen. Ich kann einzelne Elemente setzen, H-Set, oder mehrere Elemente auf einmal setzen, HM-Set. Elemente über den Feldnamen rausholen lassen, hget, hmget. Oder auch Counter innerhalb von einem Hash pflegen. Das heißt, dass ich vielleicht mal sowas wie eine Sequenz, also einen Sequenz-Hash habe und darin stehen ganz viele Nummern und die kann ich dann entsprechend inkrementieren. Und auch inkrementieren mit negativen Werten, was dann halt das Dekrementieren dann ist. Wer genau hinschaut, wird sehen, okay, es gibt kein h-decker bei, es gibt auch kein h-decker. Und auch nichts mit Float. Und das sind wir so, diese Konsistenzfragen, die einen dann aufhorchen lassen, so, ja, warum ist denn das so? Dann macht man ein Ticket drauf und vielleicht wird dieses Command dann implementiert. Oder es kommt eine gute Begründung, so, nö, braucht ja eh kein Mensch, mache ich nicht. Oder ein Pull-Request hinschicken. Sortierte Sets. Das ist die zweite Sorte von Sets, die Redis bietet. Und auch diese Sets sind eindeutig, haben aber eine Sortierung und erinnern so ein bisschen was an das, was wir gerade eben in einem Hash gesehen haben. Der Schlüssel des Sets ist halt eben das Item, also mein Wert, den ich damit reinsetze. Und jedem dieser Werte assoziiere ich noch einen sogenannten Score. Was der bedeutet und welche Auswirkungen das hat, ist von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Das heißt, auch da interpretiert wir die Anwendung dieses Scores, diese Daten unterschiedlich. Das können Timeouts beispielsweise sein. Das kann wirklich nur eine einfache Sortierung sein, dass ABC in der Reihenfolge 1, 2, 3 kommt. Was das ist, ist der Anwendung überlassen. Ja, Frage? Also die Frage ist, kann man auf Values einer Map einen Expiry setzen? Nein, kann man nicht. Man kann nur auf Top-Level-Ebene TTL und Expiry setzen. Die kann man dann auch wieder wegnehmen, aber innerhalb von Elementen geht es nicht. Und deswegen ist der häufigste Anwendungsfall, wenn ich genestete TTLs habe oder Expiries, dann greift man üblicherweise dann halt zum Sorted Set und schreibt dort entweder die Nanos oder die Millisekunden raus. Und meine Anwendung muss das dann entsprechend interpretieren. Und plus, ich habe noch einen Scheduler, der dann entsprechend die Sachen dann aufräumt. So, auf dem Sorted Set habe ich auch wieder Set-Operationen. Plus eine Handvoll anderer interessanter Operationen, dass ich mir den Rank rausgeben kann, sprich, das ist der Score, oder? Dass ich Werte inkrementieren kann, dass ich die Kardinalität rausbekomme, dass ich nach Score oder nach lexikografischem Vergleich der Elemente dann Ranges bilden kann. Das heißt, gib mir alles, was zwischen A und M ist oder alles zwischen Score 100 und 1000. Die Dinge lassen sich rausgeben, die lassen sich zählen. Es lassen sich aber auch Unions und Intercommands ausführen. Allerdings sind das Union Store und Inter Store Commands. Das heißt, die liefern nicht das Sorted Set per se zurück, sondern legen das Ergebnis in einem weiteren Sorted Set an und das kann man dann entsprechend dann browsen. Das heißt, hier fehlen dann diese Z-Div, Z-Union und Z-Inter Commands, die einfach das Sorted Set so wie es ist wieder zurückgeben. Schauen wir uns noch die Geo-API an, bevor wir dann jetzt gleich fertig sind. Die Geo-API oder der Geo-Index erinnert so ein bisschen was an ein Set. Und irgendwo spricht auch die Dokumentation von einem Geo-Set. Und die Geo-Sets sind unsortiert, sind auch wieder eindeutig und bieten Geo-Operationen an. Und das ist eine Handvoll von in diesen Dingen. Und was man damit machen kann, ist, man kann Elemente hinzufügen,
man kann sich einen Geohash für ein Element geben lassen. Und das ist auch die Technologie, die Redis intern verwendet, um Geodaten intern abzulegen. Das heißt, aus den XY-Koordinaten, die ich entgegennehme, wird ein 52-Bit-Integer gebildet. Das ist dieser sogenannte Geohash, in einem Sorted Set abgelegt. Und bei jeder Operation greift Redis auf diesen Geohash und dieses Sorted Set drauf zu und arbeitet dann mit diesen Daten. Ein Geohash kann ich nicht, ist keine Redis-Erfindung, sondern das ist etwas, was es häufiger anzutreffen gibt. Und das ist üblicherweise dann so ein String und mit dem kann ich interoperabel dann in anderen Datenbanken oder in anderen Libraries dann arbeiten und aus diesem Geohash dann wieder meine XY-Koordinaten rausrechnen. Und die interessanten Operationen, um mit Geosets zu arbeiten, sind GeoRadius und GeoRadius by Member, mit denen ich dann eine XY-Koordinate angeben kann und sagen kann, okay, gib mir alle die Dinge zurück, die innerhalb des Radius von 5 Kilometern liegen. Oder gib mir alles zurück, was im Radius, im Umkreis von 50 Kilometern beispielsweise um Zürich liegt. Also das heißt, dass ich entweder eine XY-Koordinate als Referenz angebe oder ich gebe ein Geoset-Member an. Und was es bei den Geo-Indizes nicht gibt, ist ein GeoRAM-Command. Das heißt, wie kriege ich Daten da raus? Das gibt es nicht, sondern da hat der Autor gesagt, hey Leute, das ist eh ein Sorted Set, also benutzt das Sorted Set Remove Command. Und deswegen gibt es nur die Möglichkeit, über ZRAM die Daten aus dem Geoindex zu entfernen. Transaktionen. Schauen wir uns das jetzt noch zum Schluss an. Weil auch Transaktionen sind in Redis etwas Besonderes. Also jedes Command ist in Redis was Besonderes. Redis ist cool. Also wie ist es denn bei den Transaktionen mit relationalen Datenbanken? Wir machen eine Transaktion auf, führen Select aus, führen einen Insert aus, führen Update aus, führen vielleicht zwischendrin auch nochmal einen Select aus und bekommen dann auch unsere isolierte Sicht. Und wenn die Transaktion committed wird, wird dann alles dann in die Datenbank festgeschrieben, ins Transaktionsprotokoll geschrieben und die Änderungen werden für alle anderen Clients sichtbar. So im Prinzip ist es auch mit Redis-Transaktionen. Das heißt, ich habe hier einen Stapel an Commands. Die Ausführung ist atomar, das heißt, wenn zwischendrin in der Transaktion irgendwas abbricht, dann ist es nicht so, dass die Hälfte geschrieben wird und die andere Hälfte nicht, sondern entweder läuft alles durch oder gar nichts. Und die Daten oder die Transaktion ist isoliert gegenüber anderen Clients. Sprich, wenn ich eine Transaktion aufmache und darin etwas mache, dann sehen es die anderen Clients nicht. Soweit so gut. Das sind schon die Gemeinsamkeiten. Aber wenn ich innerhalb von einer Transaktion jetzt, sagen wir mal, lesende Commands ausführe, dann bekomme ich nicht etwa den Wert zurückgegeben, der hinter dieser Datenstruktur, der hinter diesem Key steckt, sondern bekomme die Antwort cute. So, und was Redis intern macht, ist, der Transaktionsmodus baut einen Stapel auf und schiebt die Commands dann damit rein und sagt, ja, gequeued, 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 gequeued. Und erst wenn ich die Transaktion ausführe mit exec, bekomme ich dann alle diese Antworten zu meinen Commands, die ich vorher ausgeführt habe, auf einmal zurück. Wenn ich nur schreibende Commands habe, fühlt sich genauso an wie eine relationale Datenbank. Wenn ich aber jetzt konditional Dinge ausführen will, und basierend auf Dingen, die ich in der Transaktion lese, andere Daten schreiben möchte, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich nicht Redis oder ich habe eine zweite Connection mit der Gefahr hin, dass jemand anderes zu diesem Zeitpunkt dann Daten verändert hat und schlucke diese Kröte. Also da nicht wundern, dass da halt meistens bei den Java-APIs dann null zurückkommt. Der Hintergrund dafür ist einfach, dass die Commands gequeued werden und erst zum späteren Zeitpunkt dann ausgeführt werden. Gibt auch irgendwo dann dem Anwendungsentwickler die Aufgabe in die Hand, nachher zu wissen und sich zu erinnern, okay, welche Commands habe ich denn tatsächlich auch ausgeführt? Denn wenn da eine 1, okay, set und dann noch eine 0 zurückkommt, kann ich auf Basis dieser Antwort gar nicht zurückschließen, was wurde denn da tatsächlich in der Transaktion ausgeführt, sondern muss mir immer dessen bewusst sein, was habe ich denn da tatsächlich gemacht. Ja, und ich bin, denke ich, jetzt mit meinem Programm soweit durch. Ich hätte noch Publish Subscribe gehabt. Den Link zu den Folien,
Schicke ich dann nachher in die User Group und veröffentliche das Deck dann auf Speaker Deck. Das heißt, da habt ihr dann nochmal die ganzen Folien, könnt ihr euch dann alle in Ruhe dann anschauen. Die Codebeispiele sind alle auf GitHub verfügbar. Und dann möchte ich mich bei euch für die Geduld, für die Möglichkeit hier zu sprechen, dann bedanken. Und jetzt, denke ich, ist Zeit, um zu grillen, Essen zu fassen und Fragen zu stellen. Dankeschön.